können wir so lassen jetzt erstmal. Da sind jetzt nochmal zwei da. So, hier haben wir noch niemand wartend. Vielleicht muss man auch noch eine Postkutsche Haltestelle da hinzufügen. So. Ah! Ha! Ja toll! Jetzt ist er losgefahren und hat niemanden an Bord. Doch, ein Passagier, okay. Es macht natürlich noch nicht fett, aber... Ah, ich glaube, da wartet jetzt auch schon einer. Jawohl, cool. Also jetzt fängt es an. Hier kann man jetzt Geld verdienen. Weil mit zwei Wartende... Also... Jo, passt auf alle Fälle. Wer bist denn du? Hast du einen Namen? Ha? Hä? Ziel, Geschäft, Linie 1, Details... Wohnort, Geschäft, Arbeitsplatz, okay, Freizeit, ah, okay, das sieht man dann sämtliche Details, und das bist du? Aha, Arbeitsplatz in North Las Vegas, das heißt, der pendelt immer hin und her. Aha, cool, das ist natürlich schon mal super. So, dicke Bertha, wie nennen wir den zweiten Zug? Die Edeltraut. Nee. Edeltraut. Jo. Und so. Jetzt hat die auch einen Namen. So. Jetzt müssen wir bloß schauen, wie lange braucht denn der, bis der da ist. Das ist auch natürlich schon ewig. Also das sollten wir wahrscheinlich über kurz oder lang uns darüber Gedanken machen, was ranzuschaffen. Also die Brücken sind einfach zu hoch. Da muss man später nochmal was schauen. Aber naja, hier warten, wie viel? 9! Ah! Naja, aber das macht sich, glaube ich, dann schon. Oh! Ah ja, genau, das waren jetzt die ganzen Kosten, die man hatte. Oh, ich schreibe, scheiße! Ups, rote Zahlen im Minus. Ich muss einen Kredit nochmal leihen. So, jetzt kommt der dann an. Ich bin ja gespannt, was der uns jetzt bringt. Und der dicke Bär, da passt immer noch nicht. Haben wir jetzt schon mehr dastehen? 5, okay. Dann werden wir über kurz oder lang die andere Maschine dann holen. 6, also kommen immer mehr Leute am Bahnhof. Das ist natürlich schon mal super. Allgemein, wie schaut es da aus? Ja, ganz schön miese, was sie da einfahren. Also irgendwo habe ich da einen Hund drin. Ja, das Problem war das Experiment mit dem Holz. Den Gütertransport, das hätte er später machen sollen. Erstmal schauen, dass wir Passagiere von A nach B bringen. So, was bringt jetzt der? 5K. Naja, und wenn da jetzt 9 einsteigen, wie viel haben wir jetzt drin bei der Edeltraut? Mal kurz gucken. Das sind jetzt 10 drin. Da war jetzt einer drin, das heißt 50.000. Das kann sich, glaube ich, gut sehen lassen. Aber die Frage ist, schafft er das, in diesem Jahr noch zurückzukommen? So, 10. Jetzt schauen wir gleich mal, wie viel das da drin sind. Die Brücke, die gefällt mir überhaupt nicht, aber wir brauchen den Höhenunterschied. 18 Leute warten. Na, das ist doch genial. So, jetzt warten wir mal ab, bis der da ist. Ich überlege gerade, ob wir die dann zurückschicken in unser Depot und dann die neue kaufen. Wow, 122 minus. Wow. Wow.
Aber die dicke Bertha macht jetzt grüne Zahlen, fragt sich nur, wie lang. Ja, da liegt jetzt schon einiges rum. Das wird wahrscheinlich auch immer mehr, was da dann rumsteht. Ja, jetzt ist wieder in die roten, alter Schwede, verdammt nochmal. Im Endeffekt müssen wir halt Gesamt plus machen. Aber wir haben jetzt in diesem Jahr 359k Miese. Da bin ich ja gespannt, wie das ausschauen wird. So, die Gebärda wird jetzt wieder beladen. Und die Edeltraut, die kommt jetzt auf die große Brücke zu. Die haben ganz schön viel Dampf da rein, ey. Richtig Smogalarm. Alter Schwede. Wir müssen jetzt voll aufpassen, dass wir nicht wieder im Minus landen. Noch haben wir 92.000 auf der Hand. Ja, das ist doof. Da muss ich nochmal wahrscheinlich abreißen und das Ganze noch ein bisschen anders machen. Aber wir brauchen den Höhenunterschied. Aber ich muss schauen, dass ich die Schienen anders verlege. Obwohl, der muss da hoch. Das mal. Oh! Wow, da war. Oh, 26 Leute haben wir hier. Ja, das heißt, dass da wirklich jetzt Gewinn fließen muss. Weil wenn einer schon 5k bringt, dann sind es bei 10 Leute 50k. Ja, dann müsste ich da, und das haben wir ja da fast 30. Wir haben jetzt 30, 31. Das heißt, es müsste 150k sein. Aber wir pendeln halt im Jahr vielleicht 2 bis 3 Mal hin und her. Da ist dann die Frage, wie das dann im Endeffekt ausschaut. So, jetzt haben wir 406 und oh, wir machen über das ganze Jahr hier gesehen total miese. Aber der kann es rausholen. Beobachten wir jetzt einfach. Warten. Die natürlich dann alle einsteigen und zurückfahren, dann ist ja könnten wir da jetzt erstmal schauen, was jetzt für Gewinn reinkommt. Ob wir damit dann was anstellen können. Weil wir müssen unbedingt auch den Kredit zurückzahlen. So. Schauen wir uns das mal an. Ja, kurz vorm Ziel noch mal ganz kurz da. 60.000 haben die gebracht. 60.000. So, jetzt steigen die ganzen Leute ein. Jetzt haben wir wie viel drin? 10 Stück 60.000. Wir haben jetzt 40 drin. 6, 12, 18, 4. 240.000 müssten das sein. Und jetzt warten schon wieder zwei. Also, das kann uns eventuell ganz gut nach vorne bringen. So, jetzt pass auf, jetzt müssen wir nochmal hier schauen. Ah, der fährt jetzt gerade wieder zurück. Ah, auch miese, 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 miese. Und so viel ist jetzt gar nicht da. Mal schauen. Die Geberta 6, 6 von 14. Also ein Hänger ist immer leer. Los. Ah, gespeichert. Okay. So, wie schaut es bei dir aus? Der Rückweg, der müsste ein bisschen schneller gehen, weil er da viel bergab hat. Mal schnell schauen, wie schnell das er bergab fährt. 40 haben wir jetzt. 730 Leute sind drin. Also wir sind fast voll. Naja, mehr kriegt er nicht drauf. Ja, genau, weil der kann ja schneller wie 40 fahren. Aber das Gute ist, er kann es fahren.
Oh, wir sind bei 92. Ah ja, wir sind jetzt schon im nächsten Jahr. Genau. Das heißt, wir können mal wieder Plusjahr vertragen, auf alle Fälle. Wir haben noch 25.000 auf der Hand. Ich warte jetzt mit dem Kredit. Wie viel stehen da? 14. Jetzt sind wir schon wieder bei 139.000. Alter, das geht hoch. Ja, wo bist du? Edeltraut, Edeltraut. Wir können halt kein Geld ausgeben und keins einnehmen. Das ist das Problem. Das ist genauso wie im richtigen Leben. Zumindest funktioniert der Verkehr in der Stadt, in Washington. Ja, 101.000. Noch sind wir im Plus, brauchen wir keinen Kredit. Jetzt warten wir mal, der müsste jetzt jeden Augenblick da sein. Jetzt warten, wie viel? 20. Das ist gut. Komm, Edeltraut, Edeltraut. Ja, ich bin noch nicht so der Bastel. Natürlich können wir jetzt auch Sandbox spielen und so weiter. Ich bin mehr der Wirtschaft, die mich versuchen, das so lange zu machen, bis wirklich alles klappt. Na, da warten jetzt wieder mehr. Das ist gut. 25. So, wir sind jetzt ein Drittel des Jahres sind vorbei. Oder ja, ein Viertel quasi. Das heißt, zurück und nochmal her. Also der Fahrt zweimal hin, zweimal zurück. Oder ja, nicht ganz. Aber der könnte uns rausholen aus den roten Zahlen. Und wir halten dann eventuell noch was im Plus zu machen. Kommt so drauf an, wie viel das jetzt der komplette Zug uns abschmeißt. Bis jetzt hat er 64.000 kostet in diesem Jahr. So, wir sind in roten Zahlen. Wir wollen wieder schwarze haben. So, gib uns gut. 206.000, jawohl. Und 141.000 hat er jetzt gewinnt. Und wir sind mit 240.000, nee, mit 140.000 plus. Das ist gut. Und Jahresbilanz sagt 23.000 haben wir jetzt eingenommen. Und wir sind jetzt am 19.04. Die Überlegung natürlich, eine dickere Maschine, ja. Aber ich weiß noch nicht so recht. So, auf alle Fälle die zwei zusätzliche Kutschen, die wir da reinbaut haben. Die haben dafür gesorgt, dass jetzt weniger Wagen. Also es schaut gut aus. Wir haben da jetzt, ja, einen guten Ausgleich. Oh, und so und schon sind wir der gesamte Minus. Ah, das ist doch doof. So. Aber hier funktioniert gar nichts. Das ist Scheibengleis da. Ja, da steht nicht viel rum. 4. Und wie lange warten die? Produktion, keine Vergrößerung oder Verkleinerung geplant. Okay. Naja, da wird sich. Das wird schon auch noch. Das wird schon auch noch. So. Jetzt als nächstes brauchen wir Kohle. Ja, jetzt sind wir wieder bei 19,7 plus. Und das wird ein Minus. Ja, weil man hat halt die laufenden Kosten. Und die sind momentan noch höher, wie das, was ich einnehme. Nur die Edeltraut, das ist halt gut. Die macht jetzt erstmal plus. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Aber die schafft es vielleicht dann gerade noch einmal zurückzufahren. Ja. Da müssen wir jetzt echt gucken.